Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, heute hier auf dem Rekrutierkanal von und mit dem Rekrutier. Und ich möchte mit einer gewagten These einsteigen. Und zwar lautet die These, es ist in der momentanen Zeit nahezu unmöglich, mit Network Marketing nicht erfolgreich zu sein. Nochmal, es ist nahezu unmöglich, unter den aktuellen Umständen in diesen Zeiten mit Network Marketing nicht erfolgreich zu sein. So, es sei denn, du konzentrierst dich ausschließlich auf deine Produkte. So, nun weiß ich ja, dass wahrscheinlich 90% derer, 90% von euch, die mir jetzt hier an der Stelle zuhören, ausschließlich wegen der Produkte beim und im Network Marketing sind. 90% aller Networker, Empfehlungsmarketer, Direktvertriebler, die wir kennen, sind produktverliebt, produktlastig und sie sind wegen der Produkte dabei und im System. Aber nur wegen der Produkte dabei zu sein, kann eben genau in dieser Zeit, jetzt im Moment, ein großer Fehler sein. Ein großer Fehler nämlich, sich nicht mit der Genialität des Systems, des Geschäftsmodells Network Marketing zu beschäftigen, dieses Lebens- und Einkommenskonzepts. Was verbirgt sich dahinter oder was meine ich damit? Ich habe mir ja wirklich abgewöhnt, so wie viele von euch, jeden Tag Nachrichten zu konsumieren, also die klassische Tagesschau-Guckerei und ähnliches, das ist schon seit Jahren vorbei. Nichtsdestotrotz, man kommt ja nicht vorbei, wenn man online unterwegs ist, tatsächlich die ein oder andere Nachrichtenmeldung aufzuschnappen. Und alleine heute früh ist es wieder mal so gewesen, dass ich leider an ein oder mehreren Nachrichten nicht vorbeigekommen bin. Und die Nachricht war auf irgendeiner Finanzenseite: Deutsche Bank streicht wohl wegen Gewinnrückgang 3.500 Stellen. 3.500 Stellen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, und das ist jetzt mal eine Frage, die müsst ihr mal für euch beantworten. Ist euch auch schon aufgefallen, dass die Zahl der negativen Botschaften im Sinne von Insolvenzen, Stellenabbau und Mitarbeiterstreichung, dass die Quantität dieser Nachrichten, insbesondere in den letzten 3 bis 5 Jahren, massiv zugenommen hat? Ist euch das schon bewusst geworden, dass die Taktung, also dass die Frequenz immer höher wird? Also es vergeht doch nicht ein Tag, an dem irgendwie neue Hiobsbotschaften kommen. Und das muss man sich mal vorstellen, und das ist genau der Kontext oder das ist genau das Umfeld, in dem wir leben. Das ist draußen sozusagen täglich an der Tagesordnung Sachen oder Themen oder Nachrichten, die es irgendwie vor 10 oder 15 Jahren, natürlich hat man mal gehört, der Firma geht es nicht so gut und da macht auch einer pleite, aber doch nicht in der Frequenz, Leute. Und wir haben die Lösung. Die Lösung heißt Network Marketing jetzt. Das heißt, die Lösung an sich sind eben nicht oder nicht nur eure Produkte, sondern die Lösung ist die Zusammenarbeit mit euch. Die Lösung ist das zweite Standbein. Die Lösung ist der berufliche Plan B. Die Lösung ist das Existenzsicherungskonzept Network Marketing. Die Lösung ist eben der Zusatzverdienst in und mit diesem Geschäftsmodell. Und der Grund, warum ich heute dieses Video mache, warum ich euch aufrufen möchte, ist, dass ihr habt die Lösung in der Hand. Denn der Bedarf, sich aus wirtschaftlichen Gründen anders zu orientieren, breiter aufzustellen, für Alternativen zu sorgen oder Alternativen zu schaffen, der ist riesengroß. Der ist gefühlt, ich habe keine genauen Zahlen, nur ich erinnere mich an 1998, wo ich den Leuten erklärt habe, sie könnten sich doch bei mir was dazu zu verdienen. Versteht ihr was? Da haben die Leute mir erzählt, ja, sie sind irgendwie 10, 20, 30 Jahre im selben Job. Sie arbeiten beim Daimler, bei der München Rück, bei BMW. Das waren fast verbeamtete Stellen, sage ich jetzt einfach mal. So, und heute früh kam das mit der Deutschen Bank und ich habe mir gedacht, ich muss ein Video für euch machen,
damit ihr dieses Bewusstsein schafft für euch, für eure Leute und für alle, die um euch ringsrum sind. Die Leute, es geht nicht um, ob Leute eure Produkte brauchen oder nicht. Es geht darum, dass ihr Leuten euer Geschäftsmodell erklärt. Und zwar allen. Da reden wir jetzt auch nicht über irgendwelche Zielgruppen. Der Bedarf in der breiten Masse der Bevölkerung ist vorhanden. Und ich denke mir, es ist unglaublich. Ich habe mal 2, 3 Beispiele für euch rausgesucht, nur aus München. Bitte macht diesen Test, ob ihr jetzt aus Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Leipzig oder wo immer auch herkommt. Gebt mal ein, Insolvenzen Stuttgart, Stellenabbau Stuttgart, Stellenabbau, Mitarbeiterentlassung Berlin. Also je nachdem, diese 3 Stellenabbau, Insolvenzen, Mitarbeiterstreichung in der Region, wo ihr herkommt. Und geht dann mal von den Google, geht mal 15 Seiten zurück, guckt euch mal auf jeder Seite an. Es ist irre, es ist der Wahnsinn. Wisst ihr, diese Woche KDW, nagelt mich da nicht auf Details bitte fest, hier geht es immer nur ums Grundprinzip. KDW Berlin, eine Instanz, richtig? Angeblich pleite. An diesem KDW hängt unheimlich was dran. Wir sagen so, ja, KDW ist halt pleite, ist halt mittlerweile normal. Ne? Vor nicht allzu langer Zeit, Sportcheck, das war eine Instanz in München, pleite. Galeria Kaufhof, irgendwie pleite. Karstadt, insolvent. Die Namen kennt ihr alle. Hallhuber, ja, das ist jetzt schon ein paar Monate her. Pleite. Wormland, das ist, vor einiger Zeit war es ja der Konen. Das sind 2 Herrenausstatter in München, große Geschäfte. Konen, insolvent. Ja. Wormland, jetzt vor kurzem, da habe ich schon gedacht, scheiße, wo kaufe ich jetzt meine Anzüge, wo kaufe ich meine Klamotten? Klar wird es wieder was anderes geben. Pleite, aber hier haut die großen Namen weg. Das sind ja jetzt keine... Wie soll man sagen, das sind jetzt keine kleinen Tante-Emma-Läden, das sind große Konzerne mit Hunderten, wenn nicht Tausend von Mitarbeitern. Schau mal, das waren jetzt nur 5 oder 6 Beispiele aus München und nur aus dem letzten halben Jahr. Wir sprechen hier nicht von 5 Jahren. Versteht ihr, es ist 5 vor 12 und ihr habt die Lösung. In der breiten Masse da draußen brennt der Dachstuhl. Und wenn die Leute, die ihr ansprecht, nicht selber betroffen sind, dann müsst ihr wissen, und das müsst ihr wissen, in jeder Familie gibt es momentan 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die eben betroffen sind, entweder direkt oder indirekt. Ja? Und last but not least, wenn wir jetzt mal von München weggehen, von meinen Beispielen, ja, Deutsche Bank, 3.500 Stellen werden gestrichen. Bosch, googelt mal. Bosch streicht aktuell wieder 500 Stellen. Ja, das ist ein Player, wer hätte das gedacht? Ja? Man muss sich das vorstellen. Und das letzte Beispiel, wo wir alle so sagen, ja Mensch, und guck mal, und ach Mensch, jetzt fahren die Bauern wieder mit ihren Traktoren, ach guck mal an, und während sich die Presse noch drüber unterhält, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, die fahren doch nicht aus Lust, aus Langeweile dahin. Ja, das muss man sich doch auch mal vorstellen. Also, die haben doch anderes zu tun. Die würden doch lieber ihre Kühe ausmisten oder ihren Acker bestellen oder ihre Biogasanlagen bestücken oder was auch immer. Da hat doch keiner Lust, irgendwie in einem Container irgendwie in eine Woche lang in Berlin zu stehen und irgendwie zu rufen, gebt uns unsere Steuervorteile zurück. Das ist doch totaler Blödsinn. Da geht es doch gar nicht darum. Leute, ich habe es mir hier aufgeschrieben. 2000 hatten wir in Deutschland 472.000 Landwirtschaftsbetriebe. Ich habe das gegoogelt. Jetzt in 2022 sind es nur noch 238.000. Kleine Höfe, kleine Betriebe, wo die Eltern Landwirtschaft hatten, wo es die Kinder aber nicht mehr weitermachen, die zumachen, pleite machen, dicht machen oder was anderes machen. Warum? Weil sich so lohnt, die Landwirtschaft? Also, kleiner Wink mit dem Zaunsfall und mit dem Augenzwinkern. Die Zeit ist reif, Leute, für Network Marketing jetzt. Wer es jetzt nicht rafft, also nicht auf Seite der Leute, sondern von euch, ihr müsst die Leute ansprechen, ihr müsst sie kontaktieren und ihr müsst ihnen sagen, hey Baby, ich habe da was auf Basis ganz, ganz wunderbarer Produkte im Bereich XY, habe ich hier ein Geschäftsmodell, ein Lebenseinkommenskonzept, ein Existenzsicherungskonzept, da haut dir einen Schalter raus. Und als Hilfe haben wir was für euch vorbereitet, hier unter dem Video ist ein Link.
Wir haben ein absolut geniales Buch dazu gemacht, das heißt Network Marketing jetzt, warum schon heute keiner mehr am Geschäftsmodell des 21. Jahrhunderts vorbeikommt. Wir haben noch was Tolles. Das Buch gibt es mehr oder weniger für die Druckkosten für 3 Euro das Stück. Könnt ihr das hier unter dem Link erwerben. Das heißt, ihr könnt es mit dem Hubschrauber abwerfen. Ihr könnt es in der breiten Masse raus unter die Leute bringen. Und das ist das Gebot der Stunde. Also wer jetzt pennt, ja, der pennt wirklich und dem ist fast nahezu nicht mehr zu helfen. Liken nicht vergessen, teilen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. In diesem Sinne, Network Marketing jetzt.